Hallo, ich bin Pascal Kilroy, hier an einem für die Mayas sehr heiligen Ort, für die Mexikaner. Ich bin hier in San Cristóbal de las Casas Chiapas, am Ort, wo mein Meister Don Lauro heilt und die Leute, die er instruiert. Wir sind hier am Altar im Niño Fundador, des Gründerkindes, eine Manifestation des Jesuskindes, wie man hier sagt. Ich habe die Bewilligung bekommen, dieses Video hier zu drehen. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Hier aus Mexiko. Es ist eine Ehre, kurz dir zu erzählen, wie ich nach Mexiko kam und wie ich es geschafft habe, meine Ängste, meine Zweifel zu überwinden, so einen Schritt zu tun, als der kopfige Schweizer junge Ökonom, der ich damals war. Tja, ich möchte dir nur den Mut machen, auf deine innere Stimme zu hören und wenn es dir gegeben wird, auf deine Träume zu hören. Folge deinem Traum, denn so ist es bei mir geschehen. Ich wusste schon immer, dass immer wieder im Leben, dass irgendwas nicht okay ist mit mir. Das Problem ist, dass immer, wenn man in einer Situation steckt und der Mensch braucht immer Struktur, er fügt sich hinein in eine Struktur und das ist für ihn die einzige Wirklichkeit. Als ich damals in meiner Struktur steckte, und das ist dieses Problem, dann wusste ich nicht, dass es mir schlecht ging. Ja, ich konnte es nicht ausdrücken, ich konnte nicht darüber reden. Wir schauen dann zurück und dann ist es einfacher zu sagen, ja damals, ist das ja auch schon so ergangen, schaust zurück und sagst, ja damals, wie es mir ging, gut, das habe ich überwunden, heute geht es mir aber gut. Naja, und daraus kommst du nur aus diesem Loch, aus diesen Strukturen, wenn du deiner Intuition vertraust. Ich war ein neurotischer Mensch, ich war ein Mensch, der viele Ängste hatte. Ich wusste manchmal nicht mehr, warum ich überhaupt leben sollte. Ich hatte so viele innere Kämpfe in mir, dass ich manchmal mich an den Rand des Lebens bringen wollte. Naja, dann kamen diese Träume 1997, 98 und 99 dreimal von einer Zusammenkunft mit so viel Liebe, die ich noch nie gespürt habe, auch nicht bei meinen Eltern. Es war so ein Vertrauen in diesem Traum, es war einfach wunderschön. Und dieses Beisammensein durfte ich dann wieder erleben, hier in San Cristóbal de las Casas, dieser Niño Fundador, dieser Altar, der war damals weiter unten. Und naja, hier hatte ich dieses Treffen, das durfte ich wieder erleben. Ich bin einfach in einen Flieger gesessen, habe mich gesetzt. Ich wusste nicht warum, das war alles nicht rationell. Ich wollte einfach nach Mexiko. Ich wusste nicht, dass ich diesen Traum dort finden werde. Naja, ich möchte dir auch sagen, dass es nicht einfach war. Manchmal sind diese Wege, wo man 180 Grad kehrt macht, sind nicht immer einfach. Es kommen halt Dinge auf einem zu, die muss man überwinden. Schlussendlich ist es dein Spiegel, es sind deine Ängste, deine Krämpfe, die du nach außen bringst, die kommen auf dich zu, du musst sie überwinden, wie in einem Videospiel. Du musst sie überwinden, es über dich bringen und dann kommt eine neue Etappe. Naja, geh einfach in dein Herz, berühre nun einfach dein Herz. Ich mache weitere Videos für dich, wo ich dir auch gerne dann ein paar Übungen noch übermitteln möchte. Berühre einfach dein Herz und lass dich von dieser Energie, die von diesem Bild ausgeht, berühren. Hier sind sehr viele Dinge passiert, die mein Leben verwandelt haben. Wenn wir uns öffnen für dieses Universum, für das Licht, das überall ist, wir sind Photonenwesen, wir sind Lichtwesen, dann beginnen Dinge sich zu entwickeln, die du im Moment nicht erträumen kannst, die auch ich nicht erträumen kann. Gott sei Dank, weil es geht immer weiter, es kommt immer etwas Neues.
uns zu. Gut. Von hier aus San Cristóbal de las Casas sende ich liebe Grüße nach Europa, an die deutschsprachige Welt. Und ich erinnere dich einfach nochmal. Vertraue. Vertraue deinem Herzen. Vertraue deinen Träumen und deiner inneren Stimme. Und wenn es auch einmal nicht so einfach ist, dann geh dorthin. Geh dorthin, wo du Angst hast. Denn das ist, was wir als Menschen überwinden müssen. Das kulturelle Korsett sprengen. Die Tibetaner nennen es auch die kulturelle Unwissenheit, die Ignorantia, Ignorantia cultural. Denn die hat dich in diese Struktur gebracht, die ich am Anfang erwähnt habe, und die darfst du heute sprengen. Es ist an der Zeit. Sonst wird das Leben sie dir sprengen. Irgendwie wird sie abbröseln, weil unsere Seelen suchen alle Freiheit. Bis bald, Pascal King-Kreuber.